Jetzt ist es amtlich. Lukas wechselt zurück zum 1. FC Köln. Ey, Kurzpass, ne? Und beendet somit seine Karriere als ernstzunehmender Profisportler. Alter, ne? Tata, ein echter Hund, ne? Was bedeutet das für seine Erfolgsradioserie Lukas Tagebuch? Ah, zum Glück gibt's Peter Zwegert, ne? Schön. Entschuldigung, ne? Werden nun, da Lukas fußballerische Karriere quasi vorbei ist, alle Fans nun für immer auf Lukas Tagebuch verzichten müssen? Lukas Tagebuch live, die CD zum Tagebuch. Das Original aus dem Radio, nur noch lustiger und endlich auch käuflich erhältlich. Nur 189,99 € unverbindliche Preisempfehlung. Wenn Sie diese CD irgendwo günstiger sehen, schlagen Sie sofort und ohne Zögern zu. Kaufen Sie am besten gleich 2 oder 3. Lukas Tagebuch live, auch als Download erhältlich.